Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, heute haben wir einiges vor, unter anderem nicht in die Pferdekacke hier treten. Mensch, da hat sich aber jemand ordentlich erleichtert. Wir wollen den Kopfbrief hier noch ganz kurz machen. Auch eine Zeitung kaufe ich eigentlich auch. Habe ich Kopfbrief gesagt? Das ist die richtige Bezeichnung ab heute dafür. Also muss ich mir alles kaufen. Was soll's. Ja, gern geschehen. Bye now. Ciao, Kakao. Ja, den Wagen könnten wir auch noch machen. Hier in den Gemüsewarenladen muss ich auf jeden Fall. Die haben eventuell neue Outfits für mich. Dann kümmern wir uns um das Kopfgeld. Und dann geht's hoffentlich weiter mit der Hauptmission. Falls nichts dazwischen kommt. Ja. Dankeschön. Du hast eine schöne Waffe da oben. Ja, das habe ich auch gehört. Arzneien, Waffen, Jagd- und Angelzubehör. Erstmal Waffen. Vielleicht können wir uns was Schönes kaufen. Im Besitz. Halbautomatische Flinte kann ich mir noch nicht kaufen. Das ist hier... So haben wir nicht gewettet. So, Munition sieht in Ordnung aus, ja. Ein Seeküder nehme ich mal wieder mit. Und Outfits hat er, glaube ich, noch ganz hinten. Ja. Da haben wir noch einen Dalton, nicht im Besitz, ansehen. Ach, das sieht aus wie die anderen eigentlich. Ich besitze es noch nicht. Schauen wir trotzdem mal durch. Ein Fulton. Kann man sogar eine Variante wählen? Anscheinend nicht. Okay, das kaufen wir mal. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, was soll's, das kaufen wir hier auch. Kaufen. Auswahl. Habe ich die anderen dann? Wähle eine Variante. Und dann gibt es nur die eine Variante. Ich verstehe. Nicht. Okay, alle Outfits. Dann würde ich tatsächlich sagen, den Rest besitzen wir und den Folgen ziehen wir an. Ich finde, der sieht relativ gut aus. Ausspielen. Wunderbar. Dann sind wir hier schon fertig. Auf Wiedersehen. Also nicht an euch, sondern an den Ladenbesitzer. Ich muss hier echt aufpassen, dass meine Maus nicht so auf dem Bild ist. Das würde ich echt gern vermeiden. Will euch ja nicht irritieren. Zumindest nicht mit der Maus. Jo. Ja, ist ja mein englisches Vollblut. Das Name ich schon wieder vergessen habe. Nee, ich hab... Du bist nicht Lasagne. Wie habe ich dich genannt? Doch, du bist Lasagne. Ich dachte, so habe ich das andere genannt. Ja, gute Lasagne. Na, ob sich der neue Sheriff hier... freut mich zu sehen. Wollte zuerst sagen, der andere, wir haben ja Maika hier vor geraumer Zeit befreit. Aber ich glaube, da lebt keiner mehr, die sich daran erinnern können. Ja. Dankeschön. Würde auch sagen, das sind gute Nachrichten. Joshua Brown. $40 nur. Na egal, den holen wir uns. Warum? Ich glaube, die habe ich schon mal gemacht und das ist einer der besten Schützen, die es überhaupt gibt. Nach mir, selbstverständlich. Selbstverständlich nach mir. So, aber den krallen wir uns. Ich denke mal, es wäre nicht verkehrt, einen Wegpunkt zu machen. Ach, was soll's. Wir versuchen das heute mal frei Schnauze nach Minimap zu machen. Oh, da ist ein Wapiti. Nee, das ist ein Dick. Du bist nicht die Kornschar? Ja, du. Ja. Ja, die Wapitis sehen dann doch deutlich anders aus. Vor allem von nahen. Vorsicht, Pferd. Ich glaube, wir müssen hier...
Ja. Brauchen doch einen Wegpunkt. Oh, wir haben hier noch ein Fragezeichen. Nee, da müssen wir aber nicht die lange Route nehmen. Wir können ja einfach so rüber, schätze ich mal. There, boy. Ja, gutes Pferd. Yeah, okay, boy. Da kommt man doch bestimmt über den Fluss auf die andere Seite. Ist ja auch nur dieser kleine, wirklich schön blaue Fluss. Das ist richtig geiles Wasser hier. Oh, hier sind Schüsse. Die haben Vorrang. Aber ich weiß nicht, hier hoch vielleicht. Wahrscheinlich wieder nur so ein Wettschießen. Oder auch nicht. Doch. Hey, you! Are you gonna give me the chance to redeem myself or what? Ja, natürlich. Lass mich nur mal kurz eine Waffe holen. Bolt Action und Lancaster. I know I got to beat this time. Let's put some money on it, huh? What do you say? Ja, biet mal $1000, was? Fine by me, friend. Fine by me. Good. Okay, let's do this. Na gut, wir nehmen den Lancaster. The one who shoots the most bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Ja. Shoot! Fuck. Ah, yes! Oh, come on! Aha. Hab mein Dead Eye unfair verwendet. Not enough, I guess. That was just a one-off, man. A fluke. Let's go again. With real money. Real money? $30 nehme ich an. Let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Dankeschön. Nicht auf Just mich. Like before, mi amigo. Nicht you auf mein four Pferd. Birds out of the sky before me, you win. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Ja, ich werde mein Dead Eye verwenden. Ah, there they go. Shoot. Erzielt nicht. Alles gut. Alles gut, ich habe einen unfairen Vorteil. Well, you know how to shoot, okay? Dankeschön. Here it is, okay? Man of my word. Dankeschön, Dankeschön. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. Nein, nein, nein. Solange ich mit Dead Eye kämpfe, hast du gar keine Chance. Das könnte man als unfair bezeichnen. Oder als schlau. Oder als eine Mischung. Yeah, okay, boy. Ich wollte einfach mal was gewinnen, deswegen verwende ich Dead Eye. Ansonsten traue ich meinen Schusskünsten nicht so. Komm schon, Pferd. Ist doch nur ein kleiner Schritt für dich. Aber ein Riesenschritt für unser Weiterkommen. Hier ist noch ein Fragezeichen, das wir gesehen hatten. Oh, was seid ihr denn? Schwarze Eichhörnchen. Bisschen warmend. Vielleicht soll ich mal ein paar daheim lassen. Rolling. Pump. Springfield. Warmend. Müssen mal kurz hin. Dann wird das automatisch gescannt. Boah, das ist größer als ich dachte. Das ist tatsächlich nur ein Eichhörnchen. Nein, du sollst es häuten. Na ja, gut. Dann häuten nicht. Heute okay, nicht. Boy. So. Ja, ja, ist ja gut. So, wer will denn hier was von mir? Wer will denn was von mir? Alles gut. Brauchst du eine Schreibmaschine? Well, what's eating you, partner? Eating me? Oh, I'm sorry, I'll dry up. What? See, I'm, Hey, can I ask you a strange question? Hast I mean, du it schon. Sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport, There's these funny rock carvings. They look a bit like this.
Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of, like, really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing of me. Eh, I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carvings. Yeah, exactly, little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk. Are you? No, huh, I wish. No, I'm, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen, if you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. But I don't understand. Why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you if... Yeah, but... Hey, what harm could it do? Ich glaub, der hat zu viel von den wilden Pflanzen in der Nähe genascht. Karte untersuchen. Boah. Weglegen, würde ich sagen. Also wollt nicht in die Tasche. Na gut. Okay. Rock Carvings. Ist hier noch irgendwas außen rum, was wertvoll aussieht? Nur weil wir ihm später helfen, heißt das nicht, dass wir ihn jetzt nicht bestehlen können. Sieht aber nicht so aus. Kopfgeld? Kopfgeld. Dachte schon, das wäre weg. Das wäre schlecht für mich. Tja. Wir versuchen es doch mit dem Wegpunkt. In dieser Gegend kenne ich mich nicht so gut aus. Ohne Google Maps. Posi Maps. Eselhase. Ein guter. Guter Eselhase. Bleib stehen, du bist verhaftet. Oh, das ist nicht das Warmend. Doch, das ist das Warmend. Hase. Wo ist der Hase? Manchmal sind die Tiere intelligenter als ich. Hätten wir einfach abgehängt. Ah. Wir könnten ihm noch folgen. Aber schuld. Er hat sich die Freiheit verdient. Sein der läuft mir wieder vor die Füße. Dann kann ich für nichts garantieren. Ja, hallo. Manchmal grüße ich nicht zurück, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, sonst könnte man das missverstehen als auf andere Leute zielen. Easy, easy. Östlicher Truthahn. Da ist ein Eselhase. Esel, Esel, Esel. Hase. Der sah auch gut aus. Der ist wieder so flink. Boah. Die machen mich fertig, die Tiere. You're alright, boy. Junge, mein Pferd mag mich. Mein Pferd mag mich. Das ist manchmal alles, worauf es ankommt. Fuchs. That's it, boy. Wie soll ich denn den Kopfgeldtypen erledigen, wenn ich nicht mal schaffe, einen Hasen zu erledigen? Wenn er nicht so klein ist wie ein Hase, habe ich eine Chance. Sind das Wölfe vor mir? Nee. Nee, nee, nee. Das sieht eher aus wie ein Hirsch. Zwei Hirsche. Wir sind auf Wolfsgebiet. Yeah, that's it, boy. Ja, bis jetzt wären wir nicht angegriffen. Ich sehe das als gutes Zeichen. Wildschweine. Zum Glück ohne jungen Tiere, sonst wären wir eventuell jetzt schon tot. Eichhörnchen. Guten Nachmittag. Ich glaube, nachmittags in dem Spiel. Ich habe leider keine Uhr. Ah, kein perfekter Eselhase. Dann brauchen wir den auch nicht. Auch nicht perfekt. Ah, sind ja schon da. War das nicht die Kojotenhöhle? Eventuell, eventuell nicht. Er wird lebendig gesucht. Wieso sagt mir das keiner? Ich hätte gern einen anderen Revolver. Beziehungsweise hier Kettleman. Wieso hat einer davon so ein
Karo und der andere ein Kreuzsymbol? Ist das einfach nur, weil ich zwei davon habe? Schofield, Volcanic. Nehmen wir einfach den Kettleman. Dem Trevi zumindest. Und die Volcanic Pistol könnte ein bisschen zu viel des Guten sein, wenn er wirklich am Leben gelassen werden soll. Komm mit erhobenen Händen raus. Boah, ist das dunkel hier. Hallo? Jemand zu Hause? Ich kann was sprengen. Na, Kaffee ist noch warm. Vielleicht hat er einen getrunken und ist gerade auf dem Topf. Dead end. You got nowhere to go, Bounty Hunter. Na, schlecht für mich. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law. It ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me, Bounty Hunter. Sicher? Ich glaube, er hat recht. Muss ich das wiederholt drücken oder Kontrollpunkt neu starten? Wir werden es rausfinden. Ah, ich habe verstanden, wie es geht. Ich muss ja auf seine Waffe schießen. Kontrollpunkt neu starten. Dann lerne ich das auch endlich mal. So. Ah, damn Bounty Hunter, son of a bitch! Damn you! What the hell? So. Seine Waffe hole ich mir auf jeden Fall noch aus der Höhle. So. Wir sind zwar zweimal dabei gestorben, aber ein Lerneffekt war dabei. Das zählt als in Ordnung in meiner Sicht. This is very kind of you. Also aber nicht sehr viel Geld. Hör mal auf rumzuholen. So, einmal aus Pferd. Wir schauen uns noch kurz die Höhle an. Und seine Waffe hebe ich auf jeden Fall auf. Pferd, du sollst in meine Richtung kommen. Wer weiß, was hier drin liegt. Das ist auf jeden Fall nicht die Kojotenhöhle. So wie das aussah. Lampe. Bringt die was? Nicht das Gefühl, dass die arg viel bringt. Da liegt sie doch. Eine Lampe kann wieder weg. Oh, Kriegsbeil packt man nicht aus. Abgegriffen. Abgegriffen hört sich nie gut an. Aber ist vielleicht auch gar nicht gut. Ja, zumindest ist es seine Waffe. So. Da kommen wir im Moment nicht weiter. War hier nicht irgendwas zum Springen? Da soll es doch eigentlich sein. Wenn ich das anzünde, nur mal so rein theoretisch. Geht es nicht als anderen. Noch kurz hierher. Ja, also ich glaube, wir sollen hier nicht weiter. Ich glaube, wir sollen hier nicht weiter. Schnell raus hier. So, hat doch alles gepasst. Haben uns nicht selber durch Rauchvergiftung oder noch schlimmer den Feuertod selbst umgebracht. Nee, schlagen will ich die nicht. You didn't even have the decency to do it right. You duel a man and you ought to put him down. Das stand nicht auf meiner Auftragsbeschreibung. You got no decency, Bounty Hunter. Da ist es in Ordnung. Solange ich nachher mehr Geld habe. Wölfe. Ich mag keine Wölfe. Die sind immer so unfreundlich. Immer hier die
Volcanic ist gut. Nehmen wir die Volcanic auf jeden Fall nochmal in die Hand. Aber die halbautomatische Feuer zu schön. Und das ist als Abschreckung echt, echt genial. You wouldn't have got me in my younger days. I would have put one in the middle of your eyes before you even blinked. Ja, hast du zweimal geschafft. Special. You ain't gonna stay sharp for very long. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, alter Mann. Tut mir auch leid, dass ich dich nicht erschießen konnte, aber dann krieg ich kein Geld. Yeah, good boy. Dachte, der hat noch mehr zu sagen, anscheinend nicht. I wish you killed me back there. Really? Tut mir leid. Hey, he looks heavy. Can we take that bounty off? Nein. Take me in. Nein, danke. Weiß nicht, was der sagen wollte. Oh, Mist, 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 Mist. Mag die halt automatische. Der mag euch nämlich nicht. So. Habt ihr Geld, Jungs? Das habe ich nie behauptet. Ich habe nur behauptet, ich brauche 40 Dollar. Und das sind zumindest zwei mehr. So. Was war denn eigentlich das hier? Nicht, dass ich schon wieder... War hier nicht gerade das Fragezeichen? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Das Fragezeichen wird natürlich nicht da sein, aber... Doch, das sieht genauso aus wie da. Der Typ von der Höhlenmalerei. Nicht Höhlenmalerei. Feldschnitzereien, was auch immer. Wie gesagt, das langsam Laufen ist für die Immersion ganz gut. Ein Gang schneller wäre auch nicht verkehrt. Wie ein bekloppter Durchrennen verstehe ich das. Man hätte es besser treffen müssen. Das ist, was ich deserve, du damn Sneak. Ihr damn Gutshooter! Ja, tut mir leid. Ich kämpfe halt nach anderen Regeln. Tja. Let's go, boy. Ja, einer wäre noch übrig, aber was soll's. Für die Peanuts, die sie dabei haben. Mach ich mir doch. All you other bounty men, you make me sick. You got no pride. Just coyotes fighting over someone else's kill. I bet you got a price on you too. Somewhere. Ooh. No one shoots like you do. Hasn't had some practice. Das ist richtig. Ich hatte ein bisschen Übung. Selbst bei dir hatte ich ein bisschen Übung. Zweimal hast du mich ganz gut ausgeschalten. Ich dachte auch, ich muss explizit warten, bis er gezogen hat. Und dann auf seine Waffe zielen und nicht, dass ich ihm einfach in den Arm schießen kann. Naja, wir haben es hinbekommen. Yeah, okay, boy. Boah, der Mond ist aber gerade auch riesig. Riesig ist der. Ja, ist ja gut. Egal, was du sagst, ich will meine 40 Dollar. Kann dich ja danach im Knast erschießen. Oder befreien. Und die 40 Dollar brauche ich. Vorsicht! Oh, Lucas Strawberry. Really comfortable. You trying to be winsome, bounty hunter? Always. I'm a regular charmer. Come on. Jo. Na komm rüber. Here we go. Den Sheriff kurz wecken. Got Brown here. Ah, Mr. Brown. Come on now. Make him comfortable downstairs. Dass er nicht überraschter ist, dass ich ihn dabei habe, ist irgendwie eine verpasste Gelegenheit. Ist ja einer der besten Schützen, die es angeblich hier geben soll. Na gut. Rein in die gute Stube. Lock me up. Forget about me. Erledigt.
Now, leave me to my peace. Ich geb mein Möglichstes. You hear? I want peace. Ja, sag's doch nicht immer. Ich red doch gar nicht mit dir. Ja, mit meinem Geld. Pay's right here. You make you work for it? He duelled me, so I'd say that's a yet honest of you. Sehr gut. So. Okay, boy. Dann würde ich sagen, macht mal doch ganz schnell eine Schnellreise. Und fangen mit der nächsten Hauptmission zumindest noch an. Also wenn man aber eine anfangen, muss man die auch zu Ende machen. Aber ich muss außerhalb vom Ort sein, um campieren zu können. Jetzt. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Schönes Fleckchen habe ich mir gewählt. Dann Schnellreise. Und irgendwo nach Saint-Denis. Oder nach Shady Bell. Nach Shady Bell. Ich glaube, da waren genügend Quests, die auf uns gewartet haben. Ach, das ist schon ein wirklich, wirklich herrliches Spiel. Weiß jetzt nicht, was hier diese Überblende mit der Schnellreise zu tun hat. Könnten ja wenigstens Shady Bell oder so zeigen. Ha, das ist zwar nicht Shady Bell, aber das liegt zumindest auf dem Weg. Dann haben sie sich doch gute Sachen dabei gedacht. Normalerweise nutze ich die Schnellreise so gut wie gar nicht. Und wegen den Weltereignissen, aber ich denke, jetzt ist es angebracht, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Die letzten zwei Episoden habe ich ein bisschen rumgedödelt. War zwar auch sehr wichtig, aber okay, es ist auch wichtig zu sehen, wie es weitergeht. Jo, Pferd ist sauber. Was ist denn das für ein... Viehdiebstahl, Ankel. Hatte ich noch nie, mach mal. Das finde ich cool. Bevor das Icon verschwindet. What you want? Oh, don't be like that. Entschuldigung. Yeah, it always is with you. Until we start getting shot at. Well, have you ever been shot at by a cow? Whose cows? It's Drunken Rancher up at Hill Haven Ranch. He's such a flop that we could take a whole marching band up there and steal, and he still wouldn't wake up. And he's a son of a bitch. He said unkind things about me. Nine. All bad then? I owe you after last time. This could be my make good. I don't know. I need you. You know those two bastards that buy stolen livestock. Sure, I know them. I don't like them. I'll give you 60% of the take. How many cows? I don't know. Small herd, I guess. 20, maybe? 20, huh? Come on. Also 20 Kühe stehlen, dafür wird man, glaub ich, gehängt. Aber es klingt nicht verkehrt, so viel zu stehlen. So viel zu stehlen. So, where is this ranch? It's right in the middle of Scarlet Meadows. Just past the road's turnoff. Ich bin neugierig. Und da bietet sich's eigentlich an, dass gerade mitten in der Nacht ist. I've been hanging around the saloon in Rhodes a bit. Rhodes? Yeah, the barkeep there gossips like a fishwife. And a couple of times he's mentioned how this rancher's a fall-down drunk these days. Sounds like he don't know his ass from his armpit half the time. You sure you ought to be hanging around Rhodes? After everything that happened? What do you mean? I mean, that it ain't gonna do your health no good if they find out you ride with us. Die sind doch alle tot. I was never there at the same time as you boys. And they'd never reckon on a distinguished old feller like me running with a bunch of reprobates. Well, just be careful. Yep. How old are you anyway? Gute Frage. Well, let's just say I was born sometime between the fall of 49 and the fall of Rome. And my second wife always used to describe me as ageless, though she did leave me for a younger man. Maybe we should cut you open and count the rings of whiskey. Now I'm ready for my retirement, though. Let me tell you. You've been pretty much retired from the moment I met you. Oh, you mark it spikes. You know, the real deal. What Dutch is talking about. That's why I jumped on this opportunity. Sooner we get enough money to leave, the better.
Dancing das ist girls richtig. With flowers in their hair, warm sand, cold beer. That's how I'm gonna see out my days. Well, I'll believe it when I see it. Ich auch, aber das wäre der Traum. Kann ich verstehen, dass Dutch die alle hier verrückt macht mit seiner Vision. Ja, aber ziemlich nah an Rhodes, glaube ich. Die haben wir ja schon öfter gesehen. Und da sind die ganzen Mies. Die ganzen Kühe. Oh je, das wird sowas von schief gehen. Oh shit, look over there. The hell? Who are these clowns? I don't know. This is the first time I ever seen anyone else here. Let's sneak up closer. What? Ich glaube, die wollen auch die Kühe stehlen. So Wurfmesser. God, I think I got a plan. Oh je. Er glaubt, er hat einen Plan. Hurry up. I'm doing the best I can. So shut up. Hurry up and be quiet. Ow. You said he was a drunkard. You said that we could play the fiddle and we wouldn't wake him. I was talking in a metaphor. Now hurry up. Oh, what's a metaphor? So, Uncle, was macht man? That's a metaphor. You're a son of a bitch. That ain't one. Now get back to looking out. And shut up. Was machen wir hier? So, what now? Ausschalten. I thought you had a plan. I ain't so sure now. Christ, I'll take care of him. Shit! Get your gun out! Close the gap, boy! Keine Schüsse. Keine Schüsse. Sehr gut. Puh, das war knapp. Zerschieße das Schloss. Das kann nicht dein Ernst sein. You better break the padlock. My lockpicking skills ain't what they used to be. What a surprise. Kann man das nicht einfach abschlagen? Eher leiser als auf irgendwas zu schießen. So, das plündern wir auf jeden Fall. Ernsthaft? Kann ich da nicht einfach... So. That was loud. Yeah, well, we ain't got time. You said he ain't gonna wake up and we ain't seen him yet. I'll get him out. Right up next to the house to keep him from running off on us. Du musst wahrscheinlich rennen, oder? Los, ihr Rinder. Hätten wir nicht unten einfach einen Zaun rausnehmen können? Ja, ja! Na genau, raus hier. Ich hoffe, das ist Uncle vorne auf dem Pferd. Let's go! Come on! Ich würde auch sagen, dass es ziemlich laut ist. Wir hätten den Farmer, glaube ich, auch einfach betäuben können. Oder mit Wurfmessern leise ausschalten. Hätten wir gar kein Risiko. What the hell? I'm being robbed! Damn you, goddamn robbers! Come! Ah. He knocked himself out! Tja, das ist Pech. Hätte man vielleicht noch reinschauen sollen, aber die Kühe sehen sehr wertvoll aus. Deswegen wollte ich nichts riskieren. Ich mag diese Viehtreiber-Mission. Vorsicht, da ist doch ein Baum. Jungs, Mädels. Schon. Zumindest wissen die so grob, wo es lang geht. Ansonsten würde ich mich echt nicht gut anstellen. Schon. Da ist wieder ein Baum. Jungs, passt auf. Ah, die haben aufgepasst. Das sind gute Kühe. Ja, bleibt schön bei der Herde. Ah, schön mitkommen. Uiuiui.
Sie gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Jetzt darf kein Zug kommen. Und die einfach das Wildschwein umgeritten. Bin gespannt, wie viel die Pferdehieler mir dafür geben. Und vor allem, was sie mit den ganzen Rindern da unten machen wollen. Also ich erwarte mir mindestens 200-300 Dollar von der Geschichte hier. Für die Schafe habe ich gar kein Geld bekommen in Valentine. Ja, war immer noch ein Reinfall. So, habe ich das gut gemacht. Wieso ist Uncle eigentlich dabei? Go, go! So, Jungs. Alle miteinander. Wieso ist mein Wegpunkt weg? Und wieso war da was Rotes? Als Map-Markierung. Ah, okay, die haben so eine Art Stall. So. Alle drin. Her mit meiner Kohle. Ja, sind doch alle da. Na, wie sieht's, Jungs? Oh, hey there. What you got? Die habe ich auf dem Boden gefunden. Well, I can see that. Whose cattle? Yours now, if the price is right. Well, I can give you 50 bucks. Okay. 50 bucks each times 20 cattle. No, no, 50 total. This is old Squeers' cattle. He knows me. I can't do better than that. I'll have to move them right away. We'll take 200, friend. Nur 200. But I got costs. 150. 75 and not a dollar more. 100 and I don't shoot you. So menacing. Clyde, pay your friend here. Seid ihr zufällig Schwaben? Ihr seid so geizig. Bye now. Be careful out there. This is nasty country. Hey, don't forget to put some in the pot. Oh, of course. Like I told you, easy. Sure, I guess. I'm headed home. You coming? Natürlich. I'll see you later. Oh. Kann ich die noch erschießen? Thanks for the help with this, Arthur. $60. Come on, boy. Easy, boy. Ein Glück haben wir das gemacht. Gerade kam eine Errungenschaft. Und hier nochmal die Frage, warum ist es die Grenze hier zu Blackwaters internationalen Gewässern? Nee, ich habe anscheinend Kopfgeld. Vielleicht waren das die $5 Kopfgeld. Ah, glitzerndes Wasser. Und ich würde sagen, es wird wieder Zeit für eine Schnellreise. Also wie die Episode aussieht, sind wir auch schon am Ende angekommen. Das heißt, ich würde jetzt nochmal zu Shady Bell reisen und dann nichts mehr machen. Deswegen können wir es auch hier cutten. Würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.